herzlich willkommen zu Teil 2 des Blogs Standesamt und Personenstandsunterlagen. Was dich im Blog Personenstandsunterlagen erwartet? Zum einen, welche Unterlagen gibt es für meine Forschungen? Wann sind diese Unterlagen relevant? Welche Informationen lassen sich entnehmen? Wo finde ich die Unterlagen zum gesuchten Ort? Und was mache ich, wenn die Unterlagen nicht online verfügbar sind? Teil 1 bis 3 wurde im ersten Video besprochen. In diesem Video schauen wir uns die Punkte 4 und 5 genauer an. Wir klären folgende Fragen. Wo finde ich die Unterlagen? An wen muss ich mich wenden? Ich gebe euch ein paar Suchtipps, besonders zum Einstieg in die Recherche und wie man historische Orte finden kann, die es in der Form heute vielleicht nicht mehr gibt. Und weitere Hinweise, was ihr macht, wenn die Unterlagen nicht online verfügbar sind, nämlich wie schreibe ich eigentlich eine Anfrage oder wie bereite ich einen Archivbesuch vor. Wo finde ich was? Personenstandsunterlagen für meine Recherche. Zunächst ist der richtige Ansprechpartner die Archive. Jüngere Jahrgänge, also die jetzt in der jüngeren Vergangenheit liegen, findet ihr beim zuständigen Standesamt. Besonders eben Jahrgänge, die noch unter die Sperrfristen fallen, die findet ihr beim Standesamt. Nachdem die Fristen abgelaufen sind, werden die oft abgegeben an das Stadt- oder Gemeindearchiv, manchmal auch schon früher. Also da müsst ihr quasi gucken, wie das in der Stadt oder Gemeinde gehandhabt wird, wann die Unterlagen übergeben werden. Eine weitere Möglichkeit, wo ihr Personenstandsunterlagen finden könnt, sind Personenstandsarchive der verschiedenen Bundesländer. Das ist also wieder regional verschieden, aber es gibt eben Archive, die nur dafür zuständig sind, die Personenstandsunterlagen zu sammeln, was natürlich eine wahre Fundgrube dann ist, um die Familiengeschichte zu rekonstruieren. Ein Hilfsmittel, um passende Archive zu finden, ist das Archivportal D. Dazu findet ihr ein weiteres Einführungsvideo auf dem Kanal von CompGen. Manchmal kann man aber auch die Personenstandsunterlagen online ganz bequem einsehen, zum Beispiel beim Landesarchiv. Auch hier wieder landesspezifisch, aber es lohnt sich auf alle Fälle, da einen Blick drauf zu werfen. Dann bieten auch lokale und überregionale Vereine oft Digitalisate. Family Search hat auch eine Reihe von Personenstandsunterlagen, die man kostenlos einsehen kann. Und dann findet ihr auch Unterlagen bei kommerziellen Anbietern, teilweise auch in Zusammenarbeit mit den Archiven. Man muss wissen, dass sich die Anbieter oft an kleinere oder mittelgroße Archive wenden und eine Zusammenarbeit anbieten. Das heißt, der Anbieter kriegt dann erstmal exklusiv die Unterlagen und digitalisiert sie und indexiert sie, also schreibt die ab, macht sie durchsuchbar. Und umgekehrt hat das Archiv dann den Vorteil, dass die Bestände für das Archiv erschlossen werden und nach einer Zeit wird das dann auch öffentlich für alle zugänglich. Wie finde ich jetzt den richtigen Ansprechpartner? Woher weiß ich, wo es meine Unterlagen gibt? Ein guter Einstieg ist eigentlich auch eine Google-Suche. Einfach nach der Unterlagenart und die Region oder die Stadt eingeben und dann bekommt ihr einen ersten Überblick, wo ihr was finden könnt. Kleiner Tipp dazu, setzt das Ganze in Anführungszeichen, dann wird nämlich exakt nach dem Begriff gesucht. Eine weitere Möglichkeit ist das GenWiki. Auch dort könnt ihr eine Orientierung bekommen über die Bestände, die es zu einem bestimmten Ort gibt. So sieht das GenWiki aus, für alle, die es noch nicht kennen. Ich gebe jetzt hier mal einen Ortsnamen ein, zum Beispiel Mainz, und kriege dann weitere Informationen zum Ort. Auch zu den historischen Ortsbezeichnungen, zur politischen Einteilung und ganz wichtig, das ist das, was uns ja hauptsächlich interessiert gerade, die genealogischen Quellen. Ich klicke da jetzt mal drauf und kriege schon Hinweise darauf, wo man was finden kann. Zum Beispiel Kirchenbücher oder Kirchenbuchverkartungen, Militärkirchenbücher bei Matricula,
Standesbücher bei Ancestry oder Adressbücher hier bei CompGen. Außerdem auch ein Hinweis auf die Archive in der Stadt, die man nutzen kann. Das kommt natürlich sehr darauf an, nach welchem Ort man sucht. Wie überall in einem Wiki, wie auch bei Wikipedia, hängt das immer davon ab, wie gut das Ganze gepflegt wird und wie viel Freiwillige beitragen. Das kann mal mehr, mal weniger sein. Aber das ist jetzt an dieser Stelle auch die herzliche Einladung mitzuwirken und eure Ergebnisse und eure Erkenntnisse und euer Wissen zu einem Ort beizutragen, um das Gen-Wiki vollständiger zu machen und so auch anderen weiterzuhelfen, in der Region zu forschen. Sollte es zu eurem Ort nicht sonderlich viel geben, dann könnt ihr auch eine Ebene drüber gehen. Es gibt nämlich die Möglichkeit, auch auf regionalspezifische Infos zuzugreifen. Da findet ihr Übersichten zu verschiedenen Themenportalen, besonders regionale Themenportale. Auch hier kommt es natürlich wieder darauf an, wie gut das Ganze gepflegt ist. Ein sehr, sehr schönes Beispiel ist zum Beispiel das Portal Bavaria, wo die Teilnehmer sehr, sehr aktiv sind. Und hier findet ihr eine Einführung in die Familienforschung in Bayern insgesamt, die verschiedenen Kirchenbücher, Archive in Bayern und vieles mehr. Das kann euch viel, viel Arbeit ersparen. Für die anderen Regionen gibt es auch mehr oder weniger ausführliche Infos. All das kann euch eine erste Orientierung geben, was gibt es und wo kann ich suchen. Was mache ich jetzt, wenn es den Ort, den ich suche, gar nicht mehr gibt in der Form oder sich der Name verändert hat oder sich die Zugehörigkeit öfters mal geändert hat? Ich möchte euch drei Hilfsmittel vorstellen, die sehr, sehr praktisch sind und die ich sehr gerne nutze. Es gibt natürlich noch mehr, aber das jetzt mal so als Einstieg. Eine schöne Möglichkeit ist das Meyers Orts- und Verkehrslexikon. Das gibt es einmal in der Version von 1912 und in der Version von 1935. Und das Ganze ist in der Zwischenzeit online gegangen. So sieht die Seite aus. Ich kann jetzt hier eine Stadt oder einen Ort eingeben. Gebe jetzt zum Beispiel mal das Dorf meiner Vorfahren ein. Und dann werden mir hier die verschiedenen Suchergebnisse angezeigt. Und so sieht das dann aus. Ich habe also hier den historischen Eintrag im Lexikon. Ich habe einen Kartenausschnitt und ich kann dann hier die verschiedenen Verwaltungsebenen einsehen. Auch hier kann ich wieder auf einer historischen Karte genaueres zum Ort sehen. Und hier sehe ich einen Überblick über die Kirchengemeinden in dem Ort selbst und in der Umgebung. Weiteres Beispiel, ich gebe jetzt mal Mainz ein. Da gibt es natürlich jetzt wesentlich mehr zu sehen, aber auch hier hilft es weiter, um mehr über die historischen Verwaltungsebenen zu erfahren. Außerdem gibt es noch das geschichtliche Ortsverzeichnis von CompGen. Auch dort könnt ihr einen Überblick über die historischen Verwaltungsstrukturen bekommen. So sieht es aus, das geschichtliche Ortsverzeichnis. Auch hier kann ich jetzt einfach mal einen Namen eingeben. Ich starte wieder mit Mainz und dann werden mir hier jetzt verschiedene Verwaltungseinheiten angezeigt. Ich bin jetzt auf der Suche nach der Stadt und finde jetzt hier Informationen zum Beispiel zur Postleitzahl, zum GenWiki-Artikel, die genauen Koordinaten und das Allerwichtigste, ein Baumdiagramm zu den Verwaltungsstrukturen und zur Zuordnung von Mainz im Laufe der Zeit. Gehe da jetzt mal näher drauf und schon kann ich sehen, dass die Stadt Mainz die längste Zeit zum Kurfürstentum Kurmainz gehört hat, zwischendrin dann als Kanton Mainz Teil der Provinz Rheinhessen war, die zu Hessen gehört hat und dass Mainz später zu Rheinland-Pfalz gekommen ist. Auch hier kann ich genau die Zeiten sehen, in welcher Zeit Mainz zu welcher Verwaltungseinheit gehört hat. Unten drunter findet man das Ganze auch nochmal in einer Tabelle. Ich gebe jetzt nochmal das Dorf von gerade eben ein.
Und auch hier habe ich die historischen Verwaltungseinheiten. Ein weiteres Hilfsmittel sind historische Landkarten. Auch da gibt es viele, viele Anbieter. Ich möchte euch zwei wissenschaftliche Projekte vorstellen, wo ihr kostenfrei auf historische Landkarten zugreifen könnt. Das ist einmal Mapfire. Das erinnert ein bisschen an Google Maps und IEG Maps vom Leibniz-Institut in Mainz. Auch dort könnt ihr Landkarten finden, historische, zu verschiedenen Regionen, Städten, aber auch Entwicklungskarten, Karten mit wirtschaftlichem Schwerpunkt. Also da ist vielleicht auch das eine oder andere für eure Forschung dabei. Was mache ich jetzt, wenn die gesuchten Unterlagen nicht online verfügbar sind? Das erste ist keine Panik. Eine Anfrage an das zuständige Standesamt oder das Archiv stellen. Das Ganze am besten schriftlich. Die Bestandsauskunft ist kostenlos. Aber sobald ihr eine Kopie ausgestellt haben wollt oder ähnliches, kostet das Ganze Bearbeitungsgebühr. Wichtig ist auch zu wissen, die Recherche im Archiv durch Archivare vor Ort ist meistens nicht möglich, kommt natürlich aufs Archiv an, oder ist teuer. Ihr solltet also unbedingt die Gebührenordnung des Archivs beachten. Die ist einsehbar und da könnt ihr sehen, für welche Dienstleistungen was in Rechnung gestellt wird. Welche Informationen muss so eine Anfrage nun enthalten? Wichtig ist, dass ihr darstellt, was ihr denn überhaupt sucht. Sucht ihr nach einer bestimmten Geburtsurkunde? Sucht ihr nach weiteren Informationen zu einem Ort? Beschreibt also möglichst genau, wen oder was ihr sucht. Welche Informationen habt ihr sonst noch zur Person? Weitere Lebensdaten? Diese Informationen können extrem weiterhelfen. Oft können euch die Archivare noch den ein oder anderen Tipp geben, welche Quellen ihr sonst noch nutzen könnt. Wichtig ist auch, dass ihr angebt, in welcher Form ihr die Unterlagen einsehen wollt. Benötigt ihr sie als Digitalisat oder wollt ihr sie gerne postalisch erhalten? Wichtig ist, dass ihr darauf hinweist, dass ihr keine Abschrift der Unterlagen wollt, sondern eine Kopie des Originals. Sonst kann es passieren, dass euch jemand alle Informationen abschreibt. Auch solltet ihr darauf achten, dass ihr keine beglaubigte Urkunde braucht. Eine Beglaubigung ist oft mit Extrakosten verbunden. Außerdem solltet ihr natürlich eure eigenen Daten nicht vergessen, besonders eure Postadresse. Die benötigt nämlich das Amt oder das Archiv, um eine Rechnung zu stellen. Eine gute Alternative dazu ist, das Archiv persönlich zu besuchen. Das bietet sich natürlich an, wenn ihr in der Nähe wohnt, aber auch wenn ihr sagt, ihr wollt euch mal anschauen, woher eure Vorfahren kommen. Wichtig ist, dass ihr euch vorab über die Nutzungsbedingungen informiert und über die Öffnungszeiten. Eventuell muss man sich auch anmelden. Und es können Nutzungs- und/oder Kopiergebühren auf euch zukommen. Auch darüber gibt die Gebührenordnung Aufschluss. Wichtig ist auch, dass ihr die Recherche vorbereitet. Also auch inhaltlich. Nicht nur die Rahmenbedingungen eures Besuchs, sondern auch, welche Unterlagen wollt ihr überhaupt einsehen? Wen sucht ihr? Oft muss man Archivalien auch vorbestellen, damit ihr, wenn ihr dort ankommt, auch wirklich darauf zugreifen könnt und auch gleich mit der Recherche starten könnt. Außerdem würde ich euch empfehlen, euch vorab genau aufzuschreiben, wen ihr in welchem Dokument sucht. Das vereinfacht viel und euch außerdem weitere Informationen zu den gesuchten Personen bereitzulegen, damit ihr zielführend arbeiten könnt und auch wirklich die Zeit gut nutzen könnt. Und wenn ihr im Archiv seid und vor den Dokumenten zu euren Vorfahren sitzt, seid ihr ihnen gleich ein ganzes Stück näher gekommen.